Auf die Plätze, fertig, los! Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, der 3. April, 11.48 Uhr. Und da unten in der Ecke steht's ja auch. Ja, heute mal ein bisschen früher als die letzten Male. Wir müssen ein bisschen vorankommen. Also, hab ja schon gesagt, wir gehen nochmal runter in die schöne Höhle. Und bevor wir das tun können, müssen wir natürlich erstmal das Inventar von allerlei Unrat befreien. Ja. Jetzt mal ganz kurz. Es ist ein bisschen laut. So. Ich glaube jetzt. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Oh, na, nicht so wirklich. Komm hier, volle Dröhnung. Ja. Jetzt geht's. In der Aufnahme später dann nach der Bearbeitung hört man da sowieso keinen Unterschied mehr von. Von daher alles gut. Aber auf den Ohren ist es ein kleines bisschen zu laut gewesen. So, ja, Cobblestone rein. Die Cobblekiste ist voll, meine Güte. Warum haben wir so viel Cobblestone? Was ist hier eigentlich? Moosig? Wüste, Wüste. Das muss natürlich alles irgendwann mal runter in die andere Kiste. Machen wir aber nicht heute. Nein. Dann haben wir... Es ist doch zu laut. So ist schön. Ja, dann haben wir hier ein bisschen Zeug. Haben wir hier ein bisschen Zeug? Ja, guck mal, wir haben hier... Ja. Und wir haben... nö. Dann haben wir Steinzeug. Ist auch so ein bisschen doppelt gemoppelt hier, ne? Naja. Naja. Tun ihr die Kies? Wir haben Kies. Wir haben sonst nichts weiter. Ökokram. Die Spinnenweben ziehen wir mal. Oder die Fäden ziehen wir mal zum Ökokram. Aber was soll's. Dann haben wir Holzzeug. Ja, wir haben Holzzeug. Fägeln. Ja, komm, wir nehmen das mal. Wir nehmen das mal wieder mit. Aber nicht so viel. So. 14. Muss reichen. Glas und Sand. Ja, da haben wir Glas und Sand. Und Sand haben wir. Und dann haben wir Werkzeuge. Hier ist übrigens Knochen. Ist mir letztes Mal aufgefallen. Ich habe die Bone Meal Mod wieder installiert und aktiviert. Ich hatte die wohl irgendwann schon mal angehabt und da kam dann ein anderes Item, als ich sie irgendwann mal deaktiviert. Ich weiß gar nicht mehr, warum und wieso und weshalb. Irgendeinen speziellen tollen Grund hatte das auf jeden Fall. Jetzt habe ich sie neulich wieder gefunden und dachte mir, komm, aktiviere sie mal wieder. Kann man nämlich schön Knochenmehl draus machen. Das heißt, das sind auf jeden Fall keine unknown Items mehr. Das sind jetzt, ist jetzt Ökokram. Da haben wir hier schon mehr Tierzeug, dann tun wir die Knochen mal damit dazu. Das heißt, unsere Sammlung hier, naja gut, das wird so bleiben, das wird so bleiben. Gravel Sieve, naja gut, der wird auch so bleiben. Craft Guide wird so bleiben. Ja, die Items, die jetzt hier unknown sind, die werden unknown, die werden unknown bleiben. Irgendwann schmeißen sie aber vielleicht mal weg. So, guck mal hier, Mese, da machen wir erst Werkzeug draus und dann tun wir das mal damit dazu und das können wir hier mal mit dazu tun. Dann haben wir Bergbau. Haben wir denn schon fertiges? Nein, haben wir natürlich nicht. Ackerbau haben wir theoretisch. Na gut, die Äpfel, die brauchen wir ja zum Überleben. So. Machen wir hier mal zu den Tomaten mit dazu. Oder nee, wir haben oben, glaube ich, eine Essenskiste. So, und dann schmeißen wir jetzt einfach Zeugs in die Zeugskiste. Mithril. Das sind eigentlich so Sachen, die müssten wir eigentlich alle mal irgendwann benutzen, ne? Ich tue es erstmal in die Kiste, weil, aus Gründen. So, das Eisen, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit, bis auf das hier. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich glaube, wir hatten noch Eisen gehabt. Na gut. So, Futter hier, einmal hier. Da gucken wir gleich mal, das schmeißen wir weg, das schmeißen wir weg. Den Hammer, den räumen wir mal ordentlich in die Werkzeugkiste rein. So. Können eigentlich mal aus den beiden mal wieder einen heilen machen. So. So, dann haben wir Stagger, die nehmen wir auch mal mit. Dann, ja, gehen wir mal hoch. So, zack. Hier, Futter in die Futterkiste.
Kohle ist okay. Tun wir hier mal hinten zur Kohle. Oh, wir machen noch ein bisschen Holzkohle, die nehmen wir mal mit. Ne, brauchen wir nicht. Das brennen wir dann gleich alles mal. Wir kommen langsam in die Richtung, wo Dinge wieder funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Bis auf das hier natürlich. Musste man die jetzt nicht einmal irgendwie... Right-click to travel, punch to update. Okay. Und dann hat man nämlich hier... Okay, der hat gerade noch irgendwie gefehlt. So ist bei der hier wahrscheinlich auch so. Genau, wenn man so schlägt, dann ist... Genau, ist die Höhle mit da. So, dann kommt hier mal rein. Ja, dann kommt hier Eisen rein, dann lassen wir das da mal brennen. Dann kommt... da ist nämlich auch schon eine Öffnung, wusste ich gar nicht mehr. Ich wusste, ich habe irgendwo eine, aber ich wusste nicht mehr, wo sie war. So. Was war das denn gerade? In Zeitlupe da runtergefallen? Haben wir Frames? Wir haben Frames, okay. So. Nein. So. So. Wo laufe ich denn hin? Dann machen wir... Dann machen wir zack, zack, zack. 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 Na, zack. So. Schwert, ja, ist okay. Ach ja, die Dings wollte ich auch noch wegtun. So, zack. So, 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 so. Also, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Wir machen mal ein paar Fackeln. Ja, Fackeln können wir immer gebrauchen. So. Na, wenn das mal reicht. Sonst bedienen wir uns hier einfach nochmal. So. So. Okay, 4 Stöcker bleiben über. Die nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir hier ein bisschen Holz. Dann haben wir hier die Fackeln. Dann haben wir hier den... Das Miese, das brauchen wir natürlich nicht. Wir lassen das hier einfach brennen, weil das brauchen wir ja für später dann für die Formen. Das bedeutet, wir gehen einmal hier wieder rüber. Dann schmeißen wir das Miese in die Kiste. Ja. Wir werden nie Probleme haben, irgendwie mit Miese. Gut, die gute Mithril-Spitzhacke. Ja, die nehmen wir mit. Die Mesel-Spitzhacke, Leute, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Haben wir ja noch irgendwas vergessen? Eine Axt brauchen wir nicht unten. Essen brauchen wir. Ach, guck mal, wir hatten noch eine Mithril-Schaufel. Ja. Ich frage mich gerade, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, das Werkzeug, das man hat, nicht jedes Mal neu craften zu müssen, sondern dass man es reparieren kann. Jetzt haben wir natürlich keine fertigen Blöcke von irgendwas. Keine fertigen... Barren von irgendwas. Aber das wäre natürlich auch nochmal eine gute Idee. Weil dann könnte man sich einmal ein Set craften. Da kann man wahrscheinlich auch Rüstung draus craften. Denn wir haben ja jetzt auch eine schicke Kaktusrüstung hier. Die taucht natürlich nicht wirklich was. Aber eine Mithril-Rüstung ist, glaube ich, drin, oder? Mithril, guck mal hier, Mithril-Rüstung. Steht halt leider jetzt nicht bei, was die für Statistiken hat, aber die wird wahrscheinlich schon am besten sein. So von wegen automatisch heilen und hier Strahlungsschutz und hast du nicht gesehen. Weil so hier, das ist ja irgendwie... Es schützt ein bisschen, aber es ist halt nur eine Kaktusrüstung. Die piekst ein bisschen und ist ein bisschen kratzig am Rücken, aber ansonsten... wäre aber mal ein Thema für eine andere Aufnahmefolge. Ich bin immer noch gewillt, Aufnahmesession zu sagen, weil wir machen ja keine Sessions mehr, wir machen hier nur noch einzelne Aufnahmen. Okay, so, haben wir alles da, was wir brauchen? Ja. Ecke hier, komm, da, zack, zack. Wahrscheinlich wäre es tatsächlich sinnvoll, wenn wir das alles irgendwie eins rüber machen.
die Fackeln hier in die Mitte, weil dann haben wir die Fackeln und fackeln alles ab und können dann schnell hier mal Schwert oder schnell mal Spitzhacke wechseln. Ich glaube, so ist es ganz gut. Ansonsten haben wir alles. Wir sind nicht vollständig gesättigt. Jetzt sind wir vollständig gesättigt. Ja, die Anzahl der Äpfel, die müsste eigentlich reichen. So, Sonne geht unter. Das heißt, wir gehen rauf. Und wir gehen wieder runter. Und irgendwann bauen wir hier auch mal weiter. Ja. Aber erstmal machen wir hier Höhle-Action. Die schöne Höhle. Ach ja, die war ja hier Remove Station. Die nehmen wir mit. Die können wir woanders nochmal gut gebrauchen wieder, wenn wir das hier so ein bisschen ausgeräubert haben und dann... Oh, das macht es dann aber schon dunkel. Es ist jetzt sehr hell draußen. Ah, ich hätte vielleicht mal zu einer anderen Zeit aufnehmen sollen. Wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Zeug mit und plündern so ein bisschen die Höhle mal aus. Einfach so, weil es geht. Wir können ja von allem, was man irgendwie abernten kann, hier mal ein Stack mitnehmen. Wird aber schon dunkel hier. So. So. Zack. Das macht immerhin Geräusche. Das andere macht ja irgendwie keine Geräusche. Und was ich testen wollte, war irgendwie, dass wir mal einen Cobblestone irgendwo reinsetzen und gucken, ob denn das Gras, Moos, ich glaube Moos, ne? Mit Moos, ja genau, ob sich das dann hier drauf spreadet. Ist natürlich dann die Frage, wie wir uns diese Stelle hier merken können. Und vor allem, ob man da Licht braucht oder nicht. Wir werden es wahrscheinlich auf ewig vergessen, aber dann habe ich es zumindest mal hingepflanzt. So. Ja. Weil wenn man sich dann hier unten irgendwie ein kleines Häuschen einrichten könnte, dann wäre natürlich dieser bemooste Cobblestone dann als Rasen. Das ist so hell draußen. Das war echt ein Fehler. Man sieht ja gar nichts. Oh, machen wir ein bisschen Fackeln hin hier. Also jeden. So. So. Da fehlt natürlich auch so irgendwie so ein Zweihandmodus jetzt, ne? Dass man in der einen Hand die Fackel, in der anderen Hand die Hacke und dann kann man immer schön im Wechsel, ne? Und zack, wegmachen. Wegmachen, wegmachen, andere Hand hinsetzen. Ja. Gut, geht halt nicht. Ist halt leider so. Ja. Was haben wir denn nicht? 42, ja, ein bisschen brauchen wir noch. Dann haben wir hier oben diese Ebene dann abgegrast. Und dann gucken wir mal, ob man da irgendwas dann Tolles mit anstellen kann, ob man das irgendwie in Rezepten benutzen kann oder irgendwas anderes mitmachen kann. War hier nicht irgendwo der Moos? Der Cobblestone mit Moos drauf? Jetzt mit Moos drauf, vorher ohne Moos drauf? Den habe ich doch hier irgendwo hingepflanzt, oder? War doch hier. War das hier? Nee, das war nicht hier. Das war da. War das hier? Ja, oder war das da? Nee, es war hier. Das war hier. Also, es scheint zu gehen. Oder ich finde das Ding jetzt einfach nicht mehr. Es kann natürlich auch sein. Will ich ja nicht ausschließen. Gut, wir sammeln mal weiter Kristalle ein. Ja. Zack, zack. Da wäre natürlich auch interessant, ob die nachwachsend sind, wenn man sie irgendwo hinpflanzt und lang genug wartet, dass man sich dann so eine kleine Kristallfarm anlegen kann und dann eben Kristalle farmt. In der Kristallfarm. Was man halt so macht in der Kristallfarm. So. 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 Da geht's. Ich wollte gerade sagen, da geht's tief runter, aber so tief geht's da gar nicht runter.
Guck mal hier mal ein bisschen. So. Hier geht's tief runter. Gut, gehen wir wieder hoch. So. So. Ja, ich glaube, wir kommen ohne Abbauen kommen wir hier nicht hoch. So. Ja, hat ja gut geklappt. Nochmal das Ganze hüpf, hüpf, hüpf. So. Na. So. Gut, aber beim Abbauen? Beim Abbauen machen die Geräusche, nur nicht beim drauf rumlaufen. So, weiter hier. Kristalle farmen. Zack, zack. Licht. Mehr Licht! So, dann haben wir nämlich jetzt 72, 73, 74. Na. Ja? Hoppala, so. Also bei dem Boden, da muss man echt aufpassen, so schnell wie man den abbaut. So. 93, 94, 95, 97, 98, 99. Du bist mein letzter. 100. So, dann haben wir nämlich 100 hiervon. Dann brauchen wir, na gut, das da oben, das ist glaube ich, da 100 irgendwie von abholen. Aber ich würde hier gerne einfach irgendwie eins tiefer. Guck mal hier, wir können ja ganz mutig hier mal, wollen wir es mal riskieren? Oder? Nee, wir werden sterben, wenn wir da runterspringen. Hier werden wir überleben. So. Oh, tiefer, tiefer. Wir müssen tiefer. Oha. Es ist schon übertrieben groß alles, ne? Ich glaube, da hinten kommen wir runter. So. Hier kommen wir runter. Hier kommen wir runter. Ja, würden wir auch noch nicht überleben, aber da hinten kommt man auch runter. Ja, also von daher. So. Du-du-du-du-dum. Da kommen wir runter, da kommen wir runter, da kommen wir runter. Sieht doch gut aus. Ja. Da links oder da links? Ich glaube, nach hier ist kürzer, ne? Na guck mal, da ist das Grüne. Wollte er eigentlich das Blaue auch haben? Können ja hier mal gucken. Da, diese Eiskristalle hier oder was das war. Ich glaube, da nehmen wir auch nochmal von mit. Glow Crystal, genau. Zack, 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 zack. Es wird alles abgefarmt hier. Alles meins, meins, meins. Hahaha, ich bin reich, ich bin reich. Genau, die schöne Höhle einfach zerstören. Wer braucht schon die Höhle? Glow Sapphire. Okay, genau, so war das. So. Da ist noch mehr, da ist noch mehr, da ist noch mehr. Yay. Gut, das kann man immerhin so schnell abbauen, dass man da hochspringen kann. So. In grün gibt es hier auch noch, okay. Da ist ein grüner. Dann holen wir uns den hier auch nochmal. Oh. Da machen wir jetzt aber nicht von jedem irgendwie 100. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Aber so ein bisschen. Oh,
dunkel. So ein bisschen davon. Glow Emerald, okay. Glow Emerald Ore und Glow Crystal Ore. Kann er hier so ein bisschen sortieren. Das hier hin, das hier hin, das hier hin, das hier hin. Ja gut, okay, den haben wir ja soweit. Kurz mal umgucken, wo kommen wir als nächstes räubern? Oh, da ist alles irgendwie dunkel. Macht's halt blöd mit dem Längslaufen. Weil, also in der Aufnahme, ich glaube, wenn man es im Dunkel guckt, sieht man es ein bisschen besser, aber ich sehe hier irgendwie teilweise echt überhaupt nichts mehr. So, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer, weil da wollte ich auch noch mal ein bisschen räubern. Ich glaube ja fast, das könnten wir. Ja. Ah, gut, hier kommen wir natürlich nicht. Obwohl, nee, 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 da kommen wir nicht runter. Da müssen wir leider uns mal kurz behelfen. Wir haben ja den schicken Wassereimer. Zack. Zack. Und schon kommen wir runter. Oh, hier irgendeine Fackel an die Decke. So. Sieht schon echt geil aus, ne? Also. So. So, dann sollten wir vielleicht kurz ein Häppchen essen, dass wir wieder unsere Energie aufladen und dann wird weiter geräubert hier. Zack, 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 zack. Geht ja zum Glück relativ schnell. Dap, 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 dap. Dap, 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 dap. Das Wasser, ja. Ein Medium-Monster. Hallo, Medium-Monster. Yay! Bam, 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 bam. So. weiter geht's. Räuber, Räuber, Räuber hier. Ich habe schon überlegt, so dieses Blau und Grün, das leuchtet ja auch. Und wir haben ja tatsächlich im... in der Halle, in der großen, da haben wir ja mal angefangen, so ein Wasserbecken zu planen. Und da könnte man unten das natürlich dann blau leuchten lassen. Wie gesagt, blau leuchten lassen. Also mein Test kennt ja nur eine Farbe. Ja, also von daher... es sieht dann zumindest ein bisschen bläulich aus. Und hier, da kann man dann am Rand irgendwie, ich glaube, die leuchteten auch, ne? Na, genau, die leuchten auch. Da kann man so ein bisschen Design in Blau machen, dann sieht das ein bisschen mehr danach aus. Oder wir machen Design in Grün, so von wegen, irgendwas ist passiert. So, Gift ist ausgelaufen. Ja, hier ist aber auch viel, ne? Ich glaube, da nehmen wir auch noch mal ein bisschen was von mit. Kostet ja nix. Kostet ja nix. Bis darauf natürlich, dass die ganze Höhle zerstört ist. So, egal. Mal hier ein bisschen Fackeln mitnehmen. Kohle für Fackeln mitnehmen. So rum. Ja. Da, 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 da. Kommen wir natürlich nicht hin. Na, müssen wir hochbauen. Machen wir nicht. Hier geht's nach da weiter. Zu dem blauen wollte ich ja eh hin. Also zu dem weiß-blauen und nicht zu dem blau-blauen. Licht. Wir brauchen Licht. Licht. Mehr Licht. Mehr Licht. Wa? Oh. Siehst du, hier geht's nämlich hier, geht's nämlich runter jetzt. Ist das mein Wasser? Ah, shit. Ich glaube, das ist mein Wasser. guck mal, hier in Gelb gibt es die auch nochmal. Ist das Mese? Und das hier ist dann Glow-Mese. Ja, nice. Richtig geil wäre es natürlich, wenn sie hier statt Mese blöcken, was natürlich nice ist, wenn es dann hier auch so ein Ohr davon geben würde. Naja, gut. Oh, hier ein bisschen Gelb. Dunkel. Und diese Mese, ja klar, nehmen wir das Mese mit. Rein aus Prinzip nehmen wir es mit. Wir brauchen es ja nicht. Wir haben es dann halt einfach.
Ja? Besser haben als brauchen, aber wir haben so viel, dass wir nie welches brauchen werden. Also von daher. Ja. Also diese Mese scheint seltener zu sein, diese Glow-Mese-Crystals. Warum ist das eigentlich nicht auf Deutsch übersetzt? Marke zuhalten? Am frühen Morgen schon Energy trinken. Oh, und das übersteuert hier teilweise echt heftig. Naja, gut. Muss man mitleben. Linux und Audio, ich sag's immer wieder, es ist eine großartige Kombination, die sehr gut funktioniert. Andererseits muss man natürlich sagen, irgendwie mit Pulse Audio geht schon. Geht schon. Es ist wesentlich entspannter als mit früher mit Alsa. Also von daher will ich mich dann nicht groß beklagen. Doch, eigentlich will ich es schon, aber ja, es ist, wie es ist. Oft funktioniert es, manchmal funktioniert es leider nicht und die Lautstärke scheint auch immer irgendwie eine andere zu sein. So, nehmen wir hier tatsächlich noch ein paar von mit. Da habe ich auch letztes Mal irgendwie, wenn man die hier mit Rechtsklick dran setzen will wieder, verschwinden die einfach. Hm? Weg sind sie. So platzieren kann man sie ja. So, ich nehme den mal mit. In der Hoffnung, dass man den nachwachsen lassen kann. Gucken wir mal, dass wir uns hier irgendwo... Da hinten können wir uns noch einen grünen holen. Da kommen wir zwar gerade her, da gehen wir einfach wieder hin. Und dann hängen wir die bei uns mal im Keller auf und gucken mal, ob die dann nachwachsen und länger werden. Und dann kann man sich dann nämlich dann irgendwie beliebig eine Farm draus bauen. Zack. So. Komm hier, Würmchen dahin. Oh, wir können ja hier eigentlich mal so richtig schön Farbensortierung machen. Guck mal hier, machen wir hier mal das hier hin. Zack. Zack. Mese, ja gut, okay. Ist halt so. Ja gut, die blauen hier ja. Den platzieren wir wieder. So. Hier den ganzen Kram. So, so, so. Kohle zu den Fackeln, das zu dem dem. Wollen wir das hier mal hinmachen. Cobblestone braucht kein Mensch. Wassereimer muss wieder nach unten. Der Wassereimer muss nach unten. So. Die müssten hier ja eigentlich irgendwo noch mit hin. Ich will die nur nicht oben in der Hotbar haben. So. Machen wir so. So, jetzt muss irgendwo noch... Da hinten sind noch die Weißen. Sehe ich ja richtig, ja. Da wollte ich ja eigentlich hin. Ja. Gehen wir einmal ganz entspannt rüber. Da ist nämlich auch noch dieses... Wie hieß das irgendwie? Compressed Ice oder sowas? Thin Ice? Also quasi das Gegenteil von komprimiertem Eis. Okay. Und die... Icicles, genau. Aber die wachsen, glaube ich, nicht nach. Also das würde mich wundern. Wir stellen mal eine Fackel hier mitten rein und gucken mal, ob dieses dünne Eis vielleicht dann tatsächlich schmilzt. Ne, während wir hier mal ein bisschen abräubern. Macht ja auch schicke Fenster sowas, ne? Ja. Babam, 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 babam. Ja, Metrie-Werkzeug, aber wobei die gehen, glaube ich, auch mit dem normalen Werkzeug relativ schnell. Ich gucke ja hin und wieder tatsächlich mal, Minecraft-Let's Player. Und wenn die dann da von ihrem Netherite erzählen, wie schnell das abbauen kann, ja, das ist ähnlich schnell wie jetzt hier gerade mit dem Mithril. Und ich denke mal, Mithril wird so ein bisschen analog dazu. Oh Gott, da haben wir genug von. Wird so ein bisschen analog dazu dann eben. Statt Netherite eben Mithril. Hat
schon was, hat schon was, vor allem schön schnell. Ohne dass wir uns dafür in eine Höllendimension begeben müssen, kriegen wir trotzdem gutes, schnelles Werkzeug. Ist aber lang, ne? Also wenn wir Glück haben, wachsen die tatsächlich nach. Guck mal, jetzt können wir hier noch ein bisschen was von mitnehmen. So. Machen wir mal. Die werden definitiv nicht nachwachsen. Vielleicht kann man sie irgendwo schick als Deko benutzen. Das müssen wir mal gucken. So. Und weiter, 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 runter. Ja, hier ist unten, okay. Hier ist so ein bisschen Sackgasse, ne? Also irgendwie geht es hier nicht so wirklich weiter. Können uns ja mal langsam irgendwie auf den Rückweg machen. Also hier ist die Höhle auf jeden Fall zu Ende. Okay, das heißt, wir müssen in die Richtung. Und ich glaube, so ein Symbiom haben wir auch noch, ne? Ich glaube, wir haben die noch nicht alle durch. Und vielleicht finden wir ja nochmal so ein Mesebiom. Mit so den Mese, Glow, Mese, Glow, Crystal, Mese, Dings teilen. Glow, Mese, Crystal. Genau. Was kann man eigentlich... Oh, hier ist bin ich ein bisschen dunkel. So. Was kann man da eigentlich draus machen? Hier, Glow. Achso, das sind die... Guck mal hier, Rezept 1 von 1. Wir bräuchten natürlich den Block davon. Ach, das ist normales Leuchtglas. Das sah so anders aus. Leuchtglasneigung. Immerhin sind sie inzwischen alle mal übersetzt, so ein bisschen, ne? Aber so wirklich was draus machen kannst du nicht, ne? Keine Rezepte. Glow Crystal Ohr. Dungeon Master. Aha, okay. Hot Cobble. Den habe ich auch noch nicht gefunden. Glow Crystal Ohr. Was ist den Dungeon Master Statue? Okay. Der Dungeon Master ist deaktiviert in dieser Welt. Ich habe den irgendwann mal rausgenommen und habe den bisher auch noch nicht wieder reingenommen. Und ich glaube, ich lasse den auch einfach draußen. Vielleicht können wir ihn dann trotzdem als Statue irgendwie verewigen. Und das hier, was ist hier, Kobbel? Hot Kobbel. Da kannst du auch nichts mitmachen, ne? Da kannst du nur einsammeln. Ach, guck mal, hier, da hinten läuft ein Urki. Hallo, Urki! Ich lass dich mal, du tust mir ja nichts. Zumindest, wenn ich dir nicht zu nahe komme. Okay, so. Hot Cobble findest du wahrscheinlich noch tiefer erst, ne? Da hinten ist noch was Grünes. Ein bisschen Grün kann man noch mitnehmen, oder? Ja, guck mal, ein bisschen Grün kann man auch mitnehmen. Und dann gucken wir mal, dass wir uns mal zu einem Pilzbiom noch aufmachen. So ein bisschen Pilzkram wollen wir ja auch nochmal mit einsacken. Und dann haben wir die Höhle auch, glaube ich, gut ausgeräubert. Aber guck mal, hier wäre noch mehr Thin Eis. Dünnes Eis. Ganz dünnes Eis, Freundchen. Ganz dünnes Eis, aber sag ich dir, sowas von hier. So. Und apropos Minecraft-Let's Plays. Die Leute, die eskalieren ja echt teilweise mit ihren Farmen, ne? Also so Monster-Farmen und sowas. Wenn du dir dann da anguckst, irgendwie mehrere zigtausend Items pro Stunde und ja, wir laufen rum und stoßen ab und an mal auf ein Monster. Ist halt nicht wirklich vergleichbar. Ne? Also es ist schon was anderes, wenn man da dann sieht und dann denkst du auch so, okay, ja, die Mechaniken dafür, die existieren in diesem Spiel hier leider überhaupt nicht. Aber das wäre natürlich auch nochmal was. Also so deterministisches Monster-Spawn. Also
Es ist eine Situation vorhanden, dunkel, gewisse Tageszeit und gewisser Platz zum Spawnen und dann wird definitiv binnen x Zeiteinheiten ein Monster erscheinen. Sowas gibt es hier einfach nicht. Ne? Die spawnen halt einfach irgendwann und wenn dann randommäßig gratis mal so ein... Oh. Danke. Wenn das randommäßig dann gerade noch so ein bisschen passt, dann... Wo laufe ich eigentlich hin? Ich wollte hier hoch, ne? Dann erscheint halt ein Monster. Das ist halt irgendwie... das Bauen von einer Farm, glaube ich, nicht so super toll geeignet. Wobei ich mich natürlich auch täuschen kann und es inzwischen tatsächlich wunderbar funktioniert und einfach nur bisher noch niemand gemacht hat, weil noch niemand meinte, das wäre nötig gewesen. Aber ich würde es machen. Ich würde, aber sowas von würde ich eine Farm bauen, einfach weil es geht. So. Ich mach's nochmal an. Nur mal so, also... Einfach mal nur mal so. Einfach nur. Ich kann ja hier auch mal Dings ausmachen, so. Und dann kann man nämlich mal F12 drücken. So. Und dann machen wir es wieder aus, so. Und, dann drücken wir wieder F1, dann ist es wieder da. So, da haben wir nämlich auch gleich mal schön einen Screenshot gemacht. Den würde ich nämlich einfach dann wieder verwenden. Und, also, was die Höhlengrößen angeht, da kann Minecraft natürlich einpacken. Ja, also, da machen wir uns nichts vor. Oh, das ist egal. Also, da ist einfach mein Test deutlich größer. Auch wenn die Weltgenerierung von mein Test natürlich deutlich kleiner ist. Aber die Höhlen sind geiler. Zumindest was die Ausmaße angeht. Und mit den passenden Mods, so wie eben hier die Cave-Mod hier, da macht schon ordentlich was her. Da kannst du echt nichts sagen. Da kannst du echt nichts sagen. So, gut, okay, dann hier, Pilze einsammeln. Ich hoffe, die kann man sich irgendwie züchten. Ja. So, da es hier eh gleich dunkel wird, machen wir hier schon mal. Ich glaube, das geht mit dem Schwert schneller. Nein, geht's nicht. Geht's mit der Axt schneller? Nein. Geht's mit der Schaufel schneller? Nein. Scheinbar. Die werden natürlich auch nicht nachwachsen, das heißt, wir müssen sie ernten. Und der Pilz ist auch egal, was man da für ein Werkzeug benutzt. Das dauert 100 Jahre, bis der abgebaut ist. Das Inventar ist voll. Wieso ist denn das Inventar voll? So, jetzt ist es nicht mehr voll. Boah, nee, Alter. Es geht halt auch mit dem Werkzeug nicht schneller. Man denn die roten oder kriegt man da irgendwie... Ah, Inventar ist voll. Die Stöcker, die machen wir mal zu Fackeln. So. Und schon kann man dann hier auch mal ernten. Gucken wir mal. Ja, man kriegt die in rot und man kriegt die hier als die Stämme und die Deckel. Und hier die Teile, die kriegt man auch. Aber Pilz abbauen macht keinen Spaß, ne? Ich würde den trotzdem gerne abbauen. Wir machen das mal schnell. Was mir gerade einfällt, ich habe gerade so ein, hier, guck mal hier, das ist ein Tree Sapling. Also eventuell ist der Pilz als Baum registriert. Das bedeutet, vielleicht können wir eine Axt machen,
die dann dafür genutzt werden kann, diesen Pilz abzubauen. Ich würde sagen, wir probieren das mal eben aus. Ne? Also, Zeug weg. Holz hier. Weg. Ja. Jetzt, weg. Ich würde gerne einmal den Cobblestone haben. Kommen wir nämlich hier mal. Vielleicht geht's damit tatsächlich schneller. Ups. Ich glaube ja, ne? Nur die Axt ist halt scheiße, weil es einfach nur eine stinknormale billige Holzaxt ist. Holzaxt, Steinaxt. Aber ich glaube, damit geht's ein bisschen schneller. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen flotter. Wenn wir eine vernünftige Axt haben, dann geht es wahrscheinlich dann damit auch schneller. Na egal, weiter geht's. Da haben wir dann auch schon 100 von den Dingern hier erreicht. Ja, 100 nehmen wir mit. Wollen wir den Pilz jetzt noch eben zu Ende abholzen? Ich glaube ja, ne? Wir machen das mal eben nochmal fertig. Das Zeug, das nehmen wir natürlich gern alles mit. Da kommt dann doch ganz schön was zusammen. Ich dachte, das wären nicht 100, das wären weniger, aber okay. Und ich überlege auch gerade die ganze Zeit, wenn das Bäume sind, technisch gesehen, und es gibt Setzlinge für die Bäume, dann kann man die doch auch pflanzen und dann wachsen die und dann hat man große Pilze. Und wir haben ja einen Wald und der Wald ist sehr dicht. Da könnte man natürlich in diesem Wald auch Pilze wachsen lassen. Also nicht überall und viele, aber so vereinzelt würde doch gehen. Also könnte man schon. Haben wir ein paar Pilze im Wald. Von den kleinen Pilzen dann auch. Dann machen wir so eine. Wir haben ja eine Lichtung, die noch gebaut werden muss. Generell ist der Wald ja eh noch lange nicht fertig. Also der muss noch ein bisschen größer, der muss noch ein bisschen dichter an verschiedenen Stellen. Da müssen noch Wege rein, da muss noch ein bisschen Beleuchtung rein. Aber wir haben ja jetzt cooles Material, was wir benutzen können, um den Wald nicht mit Fackeln beleuchten zu müssen, sondern mit anderen Dingen beleuchten zu können. Eben unter anderem eben Pilze, die hier die leuchtenden Teile unten drunter haben. Auf denen man übrigens erstaunlicherweise rumlaufen kann. Gut, wir machen das jetzt eben nochmal fertig und dann gucken wir mal, wie wir weiterverfahren. So, zwei noch. Dann haben wir es endlich geschafft. Oh, warte. Aber wie gesagt, also mit einer richtigen Axt geht es dann wahrscheinlich auch schneller. Wir nehmen das jetzt erstmal so hin, dass das jetzt mal einmal kurz manuell so ein bisschen war. Guck mal, da hinten ist der nächste Pilz. Interessant wäre natürlich, wenn man die jetzt tatsächlich züchten, anpflanzen könnte, züchten könnte, wie auch immer. Das wäre natürlich ultimativ. Ja, also dann hätten wir echt ausgesorgt, was so das Zeug angeht. Setzen wieder unser Netz hin. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Und dann kann man nämlich erstmal so ein bisschen ablagern. Bevor ich ablagere, ich laufe mal kurz, wo laufe ich am besten hin? Hier laufe ich am besten mal hin. Wo ist denn hier so ein bisschen Platz? Guck mal, hier ist so ein bisschen Fläche. Das heißt, wir setzen hier mal einen von diesen Setzlingen hin und schauen einfach mal, ob dann vielleicht irgendwann hier auch in hellsten Tageslicht ein Pilz wächst. Das wäre natürlich für unseren Wald super, weil dann machen wir da einfach ein bisschen Platz, pflanzen da dann die Pilze hin. Ansonsten müssen wir sie halt, ne, wir haben ja das Material jetzt da, dafür müssen wir sie halt bauen. Würde ja auch funktionieren. So, und die kleinen Pilze, ja, da müssen wir mal gucken. Da gehen wir mal eben rüber in das Holzfällerhaus. Und dann gehen wir nämlich mal hier schön in die Natur. Das Blöde ist, hier kann man nirgendwo noch in die Natur gehen, ohne dass man alles zerstört. Ne? Das ist so ein bisschen
Also, wie gesagt, wir gehen mal zum Herrenhaus. Gucken mal. Wir haben noch hier hinten diesen komischen Höhleneingang. Den nutzen wir nämlich jetzt einfach mal für ein Experiment, was ich garantiert bis zum nächsten Mal völlig vergessen haben werde. Ja. Kommen wir nämlich hier einfach mal irgendwie in die Wand reingehen. Hier zum Beispiel. So, erstmal ein bisschen Licht, dass man arbeiten kann. Na, komm. So. Wie groß machen wir es? Machen wir mal hier. So, eine Ebene in die Tiefe hier noch. So, zack. Hier wieder zumachen. So. Und dann machen wir nämlich hier mal ganz einfach einen grünen Pilz. Und einen von den lilanen Pilzen. Pilzen. Auf die Seite hier. Nee, auf die Seite hier. So. Dann haben wir nämlich grün und lila, haben wir abgedeckt. Dann hängen wir... Na, die hängen wir mal bei uns auf. Oh, die leuchten im Dunkeln, ja. Und dann machen wir hier nämlich zu. Dann sind die komplett von der Außenwelt abgeschnitten und können jetzt in Ruhe da drin vor sich hinwachsen, falls sie es denn tun. Und jetzt fängt es gerade an zu regnen. Ja, geil, jetzt ist die Folge gleich vorbei. Da lohnt sich das dann auch nicht mehr, dass das jetzt draußen dunkel wird. die hängen wir uns hier einfach mal an die Decke. Ja? Da und da. Dahin. Und hier. Machen wir hier an die Seite. Machen wir hier hin. So, und wenn die wachsen, dann haben wir da nämlich dann auch unendlich Ressourcen von und können dann unendlich Dinge tun. Das ist doch auch schön. Dann brauchen wir tatsächlich jetzt noch eine weitere Kiste, um unser ganzes gutes Zeug irgendwie abzulegen, ne? Wir haben ja jetzt hier Ackerbau-Zeugs. Wir tun die erstmal in die Zeugskiste. Ja, weil die Sachen... Ja. Ups. So. Ja. Ja, gut. Das kommt hier mit rein. Es kommt hier mit... Nee, wir machen das mal anders. Wir machen das mal so rum. So. Es ist ja theoretisch, ist das ja Bergbau. Egal, wir schmeißen das da jetzt so mit dazu. Das passt dann schon so hier. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Ich räume das Inventar nämlich jetzt schon mal auf, dass wir dann nächstes Mal in die Folge starten können. Das ist doch auch schön. Was will ich denn hier? Hier wollte ich Mese reintun. Da, Cobblestone. Komm weg. Ich glaube, wir schmeißen erstmal so ein bisschen Kram weg. Ah, inzwischen ist die Hacke da auch nicht mehr da. Was schmeißen wir weg? Wir schmeißen Cobblestone weg und wir schmeißen den Setzling nicht weg. Wir schmeißen den Cobblestone weg. Das kommt weg. Das nicht. Die Pilze nicht. Deckel drauf. Und dann gucken wir mal. Kommt erstmal hier mit zum Ökokram. So. Das wäre ja auch Ökokram rein theoretisch alles hier, ne? Ja, komm, das ist jetzt auch Ökokram. Da wäre natürlich dann das Lager gut, dass man dann eben eine Pilzkiste hat, wo der ganze Pilzkram dann drin ist. Das ist, glaube ich, ganz okay. So, dann brauchen wir Holzzeug. Haben wir denn Stöcker? Nein, wir haben keine Stöcker. Dann machen wir mal schnell welche. Oh, nämlich nochmal kurz ein bisschen Fackeln machen. So. Ein Stöcker haben wir jetzt. So, das da rein. Die haben wir hier unten immer hingelegt, ne? So. Fackeln hier wieder rüber. Holz nehmen wir wieder mit. Das nehmen wir mit. Dann sind wir, glaube ich, soweit ausgerüstet und ausgestattet und könnten dann jetzt theoretisch nochmal wieder runtergehen. Und nochmal ein bisschen weiterfahren. Aber nicht heute. Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Wobei ein bisschen ist ja Zeitraffer drin. Also theoretisch hätten wir noch ein paar Minuten. Aber gut. Was soll's? Ich würde sagen, die Aufnahme wird an der Stelle dann... Wo stehen wir denn hier? Mittag stehen wir. Wird an der Stelle mal heute mal zum Mittag beendet.
deckt sich auch ein bisschen mit der tatsächlichen Uhrzeit. Und ja, dann, wenn es gerendert wurde und hochgeladen wurde, dann könnt ihr dann ja, die Folge euch angucken, was ihr jetzt wahrscheinlich gerade tun werdet, weil sie gerendert und hochgeladen wurde. Ihr wisst, was ich meine. Also, wieder einmal vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nächste Woche bei der nächsten Aufnahme. Haut rein, bis dann. Tschüss.